Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Bellride. Im letzten Part haben wir uns ja den ganzen Quests gewidmet und ich hätte jetzt gesagt, dass wir das in diesem Part auf jeden Fall auch noch machen, um ein bisschen weiterzukommen, damit wir demnächst Bradford zurückerobern können. Genau, das machen wir heute. In dem Sinne, Leute, viel Spaß und let's go. Ja Leute, ich bin jetzt gerade hier mitten in der Pampa, wie ihr sehen könnt, weil ich eigentlich war ich dabei, dass ich hier eben diese ganzen Zweierbanditenlager zerstöre, was ich teilweise auch gemacht habe. Ich wollte dann hier auch das große Banditenlager kaputt machen. Da hatte ich aber meine Schwierigkeiten und dann habe ich mir gedacht, nee Mann, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich mache jetzt hier oben weiter. Und das habe ich wieder im Off gemacht, deswegen habt ihr das nicht gesehen. Vielleicht können wir ja auch gemeinsam mal so ein großes Banditenlager befreien. Aber das ist ja im Prinzip dann doch nichts anderes als eben ja so eine Rückeroberung von einer Stadt. Jetzt lasst mich mal gucken. Hier unten ist das Questziel und wir haben ja immer noch die Quest, dass wir dieses verlorene Schwert finden müssen. Und genau das werden wir jetzt tun. Das Questziel ist ja eigentlich gleich da oben. Ich bin auf jeden Fall auch bewaffnet. Ich nehme jetzt mal den Bogen raus, weil ich ja jetzt nicht weiß, was da irgendwie auf mich zukommt. Ah, hier steckt das verlorene Schwert. Einfach so. Schwert, hebe es auf. Bring das verlorene Schwert zu Victor Yaxley zurück. Ja, okay, cool. Dann bin ich ja froh, dass ich mir direkt hier auch damals wegen den ganzen Briganten schon ein Reiseschild gebaut habe. Das heißt, da können wir jetzt easy peasy zurück nach Farnworth. Und zwar dorthin. Was ich euch aber auch noch fragen wollte, ist Folgendes. Und zwar, Herndin hat ja hier seine Sehenswürdigkeit bzw. seinen Altar. Petstow hat hier... Hat Petstow einen Altar? Petstow hat auch keinen Altar. Aber irgendwer anders hatte doch hier noch einen Altar. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, welches Dorf das war. Es waren zwei. Und die Frage war eigentlich, hat nicht jedes Dorf so einen Altar? Naja, Wayne. Wir düsen jetzt in the city. Ich habe auch schon, by the way, eine Windmühle gebaut. Das können wir uns dann nachher gerne mal anschauen. Und ein Fell für Weizen. Und dann bin ich gerade dabei, den Köhler zu bauen, weil ich muss ja irgendwie tatsächlich an Harz kommen. Ach, wo haben wir denn den Yaxley? Da hinten ist er ja. Yaxley. Don't try anything stupid. Hey, hey, you! Ja, benötigt ihr etwas über euer Schwert. Hast du es gefunden? Ja, hier ist es. Vielen Dank, du weißt nicht, wie sehr du mir geholfen hast. Oh nein, sieh es dir an, es ist beschädigt. Meine Frau kann es in diesem Zustand nicht sehen. Was ist der Plan? Ich brauche dich, um das zu Schmied Finden in Horndin zu bringen. Er ist der beste Waffenschmied. Ich kümmere mich drum. Gut, und dann können wir jetzt wieder zurückdüsen zum Waffenschmied in Horndin. Okidoki. Da sind wir auch schon wie im Fingerschnipsen hier angekommen. Mit einem Fingerschnips hier angekommen. Ich bin heute nicht so ganz bei der Rolle irgendwie, glaube ich. Und ich finde, das hier ist wirklich ein sehr kleines, übersichtliches Dorf. Ja, wir müssen dort hinter. Wir müssen da lang. Hä? Bin ich jetzt deppert? Wo ist er denn? Ist es er da? Nein. Er ist es. Nö. Hä? Bin ich jetzt blöd? Finden Mallet. Bist es doch du. Ah ja, schau an. Was kann ich für dich tun? Der Müller vom Blackridge Pool braucht all seine Werkzeuge, um die Mühle zu reparieren. Kannst du mir welche leihen? Was ist das denn jetzt für eine Quest? Machst du Witze? Ich habe diesen Brief von Paul dem Müller. Er sagt, dass es ausreichen wird, dass du sie verleihst. Ich verstehe. Das ist seine Kritzelei, richtig. Aber die Werkzeuge sind wertvoll. Hast du auch etwas Geld mitgebracht?
Er hat nicht erwähnt, dass ich welches brauchen würde. Nicht mein Problem, Kumpel. 100 Münzen oder keine Werkzeuge. Ich sag jetzt 100 Münzen, das ist Raub am helllichten Tag. Der Müller steckt in der Klemme und du nutzt die Situation aus. Ich betreibe ein Geschäft. Na gut, dann hier hast du's. Aber ich muss doch eigentlich mit dir sprechen wegen dem Schwert. Finden? Mallet, ist es doch. Ich bin hier, um die Werkzeuge abzuholen. Hier, jetzt geht's. Victor Jexley braucht dieses Schwert repariert. Ist das möglich? Gib es her, lass mal sehen. Es ist durchaus möglich, aber er braucht dafür Kupfererz. Ich werde dir Kupfererz bringen. Okay, dann haben wir ja jetzt halt schon das, was wir von ihm brauchen. Die Kuh versuchte auf das Haus zu gehen. Hat wohl nicht so geklappt. Oder ist es kaputter Stall, weil hier so ein Hufeisen dran klebt? Naja, wie dem auch sei, wir brauchen 6-mal Kupfererz. Das heißt, wir düsen jetzt heim und schauen mal, ob ich das gerade daheim irgendwo rumliegen habe oder halt nicht. Aber ich denke schon tatsächlich. Hier haben wir Kupfererz. 1, 2, 3, 4, 5, 6-mal haben wir. Perfekt. Okay, haben wir denn noch irgendwas, was wir mitnehmen könnten? 2 Baumstämme bräuchten wir. Prinzipiell auch kein Thema. Dann muss ich nur erst mein ganzes Zeug ablegen. Übrigens habe ich mir diese verbesserte Hütte ja gebaut. Und das Problem daran ist tatsächlich, dass die ganzen Leute da immer hängen geblieben sind. Und das ist natürlich ultra scheiße gewesen. Und deswegen habe ich es jetzt quasi wieder abgerissen. Und jetzt bleibt auch keiner mehr hängen. Stopp. Ich muss ja ganz kurz noch das Essen hier ablegen, damit auch diese 2 Baumstämme irgendwie reinpassen. So, dann kannst du... dann könnt ihr alle mal da runter. Okay, gehen nur 3. Und jetzt sind tatsächlich gerade keine Baumstämme da. Was soll das? Naja, macht nichts. Unser Förster hat hier schon wieder den Wald richtig gut aufgeforstet, wie ihr sehen könnt. Dann holen wir uns halt jetzt da einfach 2 Baumstämme und dann ist die Sache geritzt. Super, haben wir die auch. Die sind wir zurück zu finden. Sagen wir erstmal über die Baumstämme. Oh, I have gotten them there. Take them. Ausgezeichnet. Brauchst du sonst noch was? Ja, zu dem Problem, das ich vorhin erwähnt habe. Sie haben alles geklaut, also brauche ich dich vielleicht, um ihn zurückzuholen. In Ordnung, ich hole den Kleber zurück. Halt, stopp, nicht weglaufen. Über das Erz hast du es. Ja, hier ist es. Großartig. Hat er jetzt die Baumstämme genommen? Ja. Also, da müssen wir bis morgen warten, um mit dem Schmied zu sprechen. Das andere war, glaube ich, das hier. Gegen den Strich... verloren und gefunden. Da müssen wir auch warten. Und stelle dich den Banditen, die den Schmied ausgeraubt haben. Verfolgen wir das mal. Wo ist denn das? Och, nee. Oh, Leute, Leute. Das ist eine Quest, die ich gerade blöd finde. Das sind immer so viele Leute. Und das ist immer so übelst anstrengend. Aber ich bin tatsächlich... schon ein bisschen besser geworden mit dem Bogenschießen. Wir können ja mal gucken, wenn ihr sagt, ja, hey, mach die Quest auf jeden Fall fertig, wir wollen dich dabei beobachten. Dann machen wir das doch. Und wenn ihr sagt, nö, ist uns wurscht, dann lassen wir es. Also schreibt es mal gern in die Kommentare. Wo ist denn mein Daheim? Hier. Da düsen wir jetzt erstmal hin. Und dann können wir eigentlich 5 Holzplanken und 3 Leder noch zu Marcel Dobbins bringen. Das können wir auf jeden Fall tun. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann haben wir jetzt 5 Holzplanken und 3 Leder beisammen. Ich hätte jetzt aber gesagt, dass wir schlafen gehen. Dann können wir nämlich am nächsten Tag die ganzen anderen Quests auch noch mit abarbeiten. Also, gute Nacht. Wir düsen also jetzt nach Blackridge Pool und treffen Marcel Dobbins. Hey, wieso kann ich nicht zu meinem Preisschild? Was soll denn der Mist jetzt schon wieder? Ach Leute, das ist doch belastend. Das ist wie mit denen hier. Ich habe diese ganzen Camps hier weggemacht
Und nur wegen diesem großen Banditenlager sind die hier ständig am Rumwuseln. Und wenn man dann stirbt, kommt man nicht mehr zurück, weil sie tatsächlich immer alle Reiseschilder irgendwie blockieren. Ja gut, okay, wenn das halt jetzt nicht geht, dann gehen wir halt jetzt nochmal zum Schmied, oder? Was sagt ihr dazu? Jetzt muss ich nur schauen, wo er ist, weil er wird mir auf der Karte tatsächlich nicht angezeigt. Oder ist er irgendwie woanders hingedüst? Nee, ich sehe kein Fragezeichen. Ja gut, wir werden ihn, denke ich, schon finden. Gucken wir mal. Irgendwo müsste der Gute herumlaufen. Stand ja da, warte bis morgen. Haben wir ja. Ach so, aber es ist noch nicht grün, oder? Hä? Du bist es nicht. Es ist eher da hinten. Nee, das ist ein Bettler, oder? Spare a coin for an old soul. Just a few pennies to stave off hunger's bite. Das ist natürlich jetzt wieder richtig bescheuert. Okay, dann können wir das halt anscheinend noch nicht machen. Wir müssen einfach die Quest wieder verfolgen und halt warten, bis wir dann dahin reisen können. Es hilft ja auch nichts. Jetzt ist zumindest das Reiseschild wieder frei. Super. Also einmal in the city. Bezüglich der Ressourcen, die du verlangt hast. Habt ihr Bretter und Leder mitgebracht? Ja, hier sind sie. Dankeschön. Nehmt das für eure gute Arbeit. Ich hoffe, ich sehe dich auf dem Fest, glaube ich. Ich freue mich drauf. Ah, wir haben ein Lehrlingsbuch Stärke. Das finde ich äußerst gut. Denn Stärke bekomme ich irgendwie fast gar nicht dazu. Wahrscheinlich, weil ich eben nicht mit Einhand- oder Zweihandwaffen hantiere. Könnte das sein, Leute? Dann verfolgen wir jetzt mal die Quest mit den drei Düngern. Und hier müssen wir ja, wie gesagt, warten. Warte mal, wenn ich jetzt das hier anpinge, sehe ich den Schmied dann auf der Karte? Nee, also muss ich tatsächlich da noch warten. Na gut. Dann haben wir ja jetzt gerade nur noch das mit den drei Düngern übrig. Machen wir das. Aber sag mal, was hast du denn? Ach so, du bist ja der den Dünger braucht. Ja, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann gehen wir heim und schauen, ob wir drei Dünger haben. 1, 2, 3. Sehr schön. Haben wir das auch beieinander. Und ansonsten hatten wir ja jetzt keine Quests mehr, gell? Also in Bradford, glaube ich, hatten wir keine mehr. In Farnworth weiß ich es jetzt nicht genau. Da müssen wir einfach gucken, dass wir jetzt so viele dann doch nochmal annehmen können, wie geht. Und ja, dann ist quasi dann wirklich der nächste Step jetzt dann bald, dass wir Bradford einnehmen. Und wir können ja mal kurz hinterdüsen. Ach so, ich sollte was essen. Habe ich was zu essen? Nö, aber ich habe 3 Münzen. Na gut. Dann, Leute, nehmen wir kurz eine Beere von hier, weil ich mache ja bloß Quests und deswegen ist das jetzt nicht so tragisch, wenn ich nicht so viel Gesundheit habe. So, hier könnt ihr auf jeden Fall schon die Mühle sehen, die gebaut wurde. Daneben mit dem Feld. Dahinter, nee, davor kommt dieser Drescher, damit das gleich verarbeitet werden kann. Dahinter ein Lagerhaus. Und auf der Seite hier steht bald die Köhlerei. Genau, das ist also der aktuelle Stand jetzt von hier. Und übrigens, eigentlich habe ich doch im Update, gelesen, dass beim letzten Update die Schnellreise vom Rathaus verschwinden sollte. Man kann sie aber anscheinend trotzdem immer noch benutzen. Fragt mich nicht, why, ist aber so. Oh, und wohin rennt ihr? Morning, friend. Mind the mud on the path. Ist schon wieder irgendwas passiert? Also auf jeden Fall können wir hier eine Quest annehmen und zwar bei dem, der da gerade so schön wegdüst. Oder auch nicht mehr. Bleib mal schnell da. Achso, das ist ja der Marcel Dobbins. Hä? Aber den brauchen wir ja gar nicht. Aber er hat irgendwas für uns. Ich verstehe es nicht. Kann ich dir irgendwie helfen? Würdest du mir mein Ohr leihen? Ja klar, was ist los? Er leidet unter einer schlimmen Krankheit und fürchtet, er könnte bald sterben. Kannst du zu Alex gehen und mit ihm sprechen? Na klar, werde ich tun.
Aber eigentlich müssen wir doch zu Berna. Berna, ich habe deinen Dünger. Und wir haben Kochen und Bogenschießen bekommen, wieder Münzen und Vertrauen und so weiter und so fort. Kann ich dir irgendwie helfen? Kannst du einem ehemaligen Champion des Flachlands einen Moment erübrigen oder hast du deinen Kopf zu sehr in den Wolken? Hä? Wofür brauchst du Hilfe? Also er hat eine Plage und wir müssen jetzt auch wiederum mit Alex sprechen, Amanita. Also haben wir jetzt zwei Quests, die uns zu Alex führen. Auch nicht schlecht, dann erledigt sich das ja quasi eigentlich von selber. Jo, dann statten wir jetzt Alex einen Besuch ab. Hey Alex, bleib mal da, ich habe ein paar Fragen an dich. Der Älteste vom Blackwitch Pool ist krank und er braucht ein Heilmittel. Er erwähnte hohes Fieber, anhaltenden Husten, Gliederschmerzen. Das genau. Eine typische Grippe. Wie auch immer, das wird ihm... er braucht Kräuter und wir müssen sie sammeln. Aber, halt mal. Wir müssen noch wegen dem Schädlingsproblem mit ihm quatschen. So, also, wir brauchen 5-mal Knoblauch und 5-mal Salbei. Und das hier alles. Okay, aber das habe ich, glaube ich, Oysterhorn. Ach ja. Immer diese Questerei hin und her, hin und her. Also, verfolgen wir erstmal das hier. 5-mal Salbei, 5-mal Knofi. 1, 2, 3, 4, 5 und Salbei 1, 2, 3, 4, 5. So, dann haben wir das im Inventar. Und dann müssen wir das hier noch verfolgen. Da brauchen wir dann nochmal 4-mal Salbei. 1, 2, 3, 4. 3 Beeren, davon habe ich eine im Inventar. Und 1-mal Wasser. Dann holen wir jetzt das Wasser und noch 2 Beeren. Und dann haben wir das ja auch schon wieder fertig. Holst du mal Wasser? Danke. So. Beeren habe ich hier gerade nicht drinnen. Da hinten sind bestimmt irgendwo Beerensträucher ja hier. Dann nehmen wir da noch welche. So, sehr schön. Dann haben wir alles da und können wieder zurück zu Alex, der da ist. Einmal rüber. Hey Alex, bezüglich der Zutaten, hier hast du sie. Und die anderen Kräuter, die du gebraucht hast. Super duper, dann können wir zurück nach Blackwitch Pool und die Leutchens dort versorgen. Natürlich müssen wir einmal zuerst zu Marcel, denn der hat ja die Grippe und ist ultra krank. Hier hast du deinen Tee. Und er bedankt sich und ich bin jetzt ein Freund von Blackridge Pool. Ich habe Marmelade bekommen und Kartoffelpüree und was ist das? Achso, das ist dieser Anti-Schädlingstrank. Gut, dann nochmal ganz kurz hier die andere anpingen und zu ihm gedüst. Hä, wo ist denn der? Irgendwo hier lang. Da hinten, I can see you. Halt, stopp. Hier, sprühe das über deine Ernte. Das sollte dir helfen. Pilzeintopf, Vertrauen gewonnen, alte Münze, 3-mal. Ja, richtig cool. Dann könnten wir doch jetzt... gibt es hier noch eine Quest? Ja, hier hinten ist noch irgendwas. Das will ich mir mal ganz kurz einsacken, wenn wir eh schon hier sind. Und dann könnten wir eigentlich auch nach Bradford und da vielleicht diese 3 Münzen noch abgeben. Was haltet ihr denn davon? Diese 6, 7, 8, 9, 10? Wie kann ich dir denn helfen? Aha, ich soll jetzt was gegen den Typen da unternehmen. Und wir können uns auch wieder bei dem Schmied erkundigen. Das tun wir, Leute, das tun wir. Und zwar zuerst, bevor wir irgendwas anderes machen. Also gut. Jetzt sieht man ihn nämlich auch wieder. Halt, stopp, du bleibst gefälligst stehen.
Ich arbeite noch kaum morgen wieder. Halt, so haben wir für nicht gewettet. Okay, geht also doch noch nicht. Alles klar, ja dann hätte ich jetzt gesagt, danke für nichts. Die Quests hier nehme ich jetzt erstmal nicht an. Ich möchte gern die anderen erstmal fertig haben. Na gut, okay, dann gehen wir jetzt mal nach Bradford. Geben da die Münzen ab. Und im Pet Store sind wir doch, glaube ich, genau, auch noch kein Bellride-Typ. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht so dramatisch. Hi, Patrick. Ich habe etwas Besonderes für dich tatsächlich. Und wir haben Vertrauen in Bradford gewonnen und sind jetzt Beschützer von Bradford. Sehr schön. Und eine neue Quest haben wir bekommen. Die Zeit ist gekommen, Bradford. Aha, aha. Habe ich es mir doch gedacht. Na gut. Also. Ah, wir haben ja jetzt die Vertrauensstufe Freund von Blackridge Pool. Das heißt, ich kann auch mit Emily reden. Wir bekommen nämlich dann auch wieder 200 Vertrauen für das Dorf Bradford. Cool. Das hatte ich ja jetzt mal gar nicht mehr auf dem Schirm. Emily war doch im ersten Ding, ne? Ja, ein Herrendien. Okay, dann düsen wir jetzt nochmal schnell zu Emily und dann schauen wir, was die uns so zu erzählen hat. Vielleicht bekommen wir ja dann auch ein paar neue Quests. Hey Emily, lange nicht gesehen, wir müssen reden. Lass uns nach Bradford gehen und ein paar Austrittsgespräche führen. Okay, können wir gerne tun. Aber meine lieben Leute, dann erst im nächsten Part. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob wir gemeinsam das Banditenlager befreien sollen für diese Schwertquest oder nicht. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, bye!